Ampharos ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und entwickelt sich aus Vati, welche sich aus Voltilum entwickelt. Seit der sechsten Spielgeneration ist Ampharos noch in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega Ampharos zu vollführen. Dabei erhält es zusätzlich den Typ Drache neben seinem Typ Elektro. Ampharos ist ein mittelgroßes zweibeiniges Pokémon mit hauptsächlich gelber Färbung. Der Bauch ist weiß, Hals, Schwanz und Ohren schwarz gestreift. Die Perlen auf Kopf und Schwanzspitze haben eine rote Farbe und der Körper ist an sich von schlanker Form. Der Kopf und die Ohren haben eine ovale Gestalt und auf der Stirn ist eine große Perle zu sehen und durch die schwarzen Augen und den kleinen Mund wird das Gesicht vervollständigt. Der Kopf wird durch einen verhältnismäßig langen Hals mit dem Torso verbunden, an dessen Seiten die beiden Arme wachsen. Am Ende der kräftigen Beine befinden sich die langen Füße und schließlich besitzt Ampharos einen zum Ende hin immer schmaler werdenden Schwanz mit einer Perle am Ende. Entwickelt sich Ampharos mit Hilfe eines Ampharos-Nieten weiter, verändert sich sein Körper in einigen Punkten. Von der Perle auf der Stirn beginnt, wächst nun eine beeindruckende weiße Mähne nach hinten den Hals herunter. Die Ohren sind nun länglicher und auch schmaler gebaut und der Schwanz ist nun zu einer wolkenähnlichen weißen Struktur geworden, die mit vier Perlen verziert ist. In der Shiny-Form ist die normale Form von Ampharos so verändert, dass seine Haut kräftig rosa gefärbt ist und die beiden Perlen dunkelblau. Mega Ampharos ist in seiner Shiny-Form in einem hellen Rosaton bei ebenfalls blauen Perlen. Ampharos ist ein kräftiges, jedoch eher langsames Pokémon mit ausgeglichenen Fähigkeiten, aus denen seine speziellen Angriffskräfte herausragen. Im Kampf setzt es vor allem darauf, elektrischen Strom in kräftigen Elektroattacken wie Elektroball, Ladungsstoß oder Donner zu entladen. Vor allem in seiner Megaform brechen sich die in ihm schlummernden Drachenkräfte Bahn, die es mit Drachenpuls auf Gegner schleudert. Gelegentlich geht es auch mit Tackle oder Bodycheck gegen Angreifer vor. Die hell leuchtenden, glühbirnenartigen Kugeln an seinem Schweif und auf der Stirn macht es sich für verschiedenartige lichtbasierte Attacken wie Ampelleuchte, Konfusstrahl oder Lichtschild zunutze. Nicht zuletzt kann es sich selbst mit Watteschild gegen physische Angriffe zu wehren oder Gegner mit Baumwollsaat ausbremsen. Ampharos besitzen die Fähigkeit Statik, die sie mit vielen Pokémon des Elektrotypen teilen. Bei Berührung können sie so eine Paralyse hervorrufen. Seltenere Exemplare können die versteckte Fähigkeit Plus besitzen, welche ihre Angriffskräfte verstärkt, wenn ein anderes Pokémon mit Plus oder Minus am Kampf teilnimmt. In seiner Megaform zeigt es die Fähigkeit Überbrückung, die es ihm erlaubt, Attacken ungeachtet der Fähigkeiten des Zieles zu verwenden. Ampharos wird auch als das Leuchte-Pokémon bezeichnet. Das liegt an dem gleißenden Licht, welches die Perle an seiner Schweifspitze auslöst, wenn es gesund ist. Bei Dunkelheit kann man das strahlende Leuchten aus vielen Kilometern Entfernung sehen, weshalb Ampharos schon seit der Antike und bis in die Neuzeit in Leuchttürmen eingesetzt wird, um verirrten Seefahrern Orientierung zu geben. Früher verwendete man es als Leuchtfeuer, um Nachrichten auszutauschen. Man sagt auch, aus dem Weltall sei das Licht mancher Ampharos zu sehen und um sich zu verbergen, kann es jedoch sein Licht auch erlöschen oder kann es sein Licht auch erlöschen lassen. Durch die Megaform wird Ampharos durch große Mengen Energie stimuliert. Das führt dazu, dass das Drachenblut in ihm erwacht, welches lange in ihm schlummerte, und auch wächst dann sein über die Entwicklung verlorenes Fell wieder nach. Ampharos stellt den letzten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar, wobei es sich aus Vati entwickelt, welches sich zuvor aus Voltilum entwickelt hat. Und zudem ist Ampharos seit der sechsten Spielgeneration zur Mega-Entwicklung fähig. Im Laufe der Entwicklung bleibt der Körperbau des Pokémon relativ unverändert, jedoch entwickelt es einen zweibeinigen Gang und nimmt an Größe und Gewicht zu. Auffallend ist, dass es sein wolliges Fell stetig verliert, bevor es als Ampharos nur noch von gummiartiger Haut bedeckt ist. Auch die Hautfarbe verändert sich bei jeder Entwicklung, erst von blau zu rosa und anschließend zu gelb.
Ampharos gewinnt bei der Mega-Entwicklung den Drachentyp hinzu und in den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Voltilam zu Vati auf Level 15 ausgelöst, von Vati zu Ampharos bei Level 30 und zu Mega-Ampharos durch einen Ampharos-Nieten. In seiner normalen Form, nur mit dem Typen Normal, nimmt Ampharos halben Schaden gegen Elektro-, Flug- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden. In seiner Mega-Entwicklung, wo er den Drachentypen noch mit hinzubekommt, nimmt er Viertelschaden gegen Elektroattacken, halben Schaden gegen Pflanzen, Feuer, Wasser, Flug- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Eis-, Boden-, Drache- und Feeattacken. Und der Rest macht normalen Schaden.